Ich darf Andreas Kellerhals begrüßen und ankündigen. Er ist Direktor des Bundesarchivs. Er ist ein Open Data Pionier der ersten Stunde sozusagen, weil er hat schon anno dazumal im 2011 war er Gastgeber der ersten Open Data Konferenz, die es in der Schweiz gab. Er ist von dem her sehr à jour, was das Thema angeht. Und ist in dem und heute auch verantwortlich, nicht zufälligerweise, auch für die Umsetzung der OGD-Strategie in der Schweiz. Sie verfügen über die wichtigsten Insider-Informationen. Öffnen Sie die, teilen Sie uns mit. Ich bin gespannt. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Jetzt die Kanäle auch offen sind. Ich freue mich auch, hier zu sein und wieder etwas zu sagen, etwas weniger. Hätte ich gesagt, mit Blick auf die Tat, die aus Daten folgen kann, mehr auf, mit Blick auf die Möglichkeit, Daten als Ermächtigung anzuschauen, etwas anzubieten, das genutzt werden kann und genutzt werden muss. Ich habe mit meinem Vorredner zumindest etwas gemeinsam, wenn ich von einem Wetterbericht rede, ich bin auch nicht Meteorologe. Sie verzeihen mir also mein etwas volkstümliches Verständnis der Wetterentwicklung. Open Data hat ja beim Bund oder für das Schweizerische Portal einerseits pragmatisch angefangen mit einem klaren Willen, mit diversen Vorstößen im Parlament, mit Antworten auf Postulate, das habe ich Ihnen schon vor einem Jahr zeigen können, und 2014 hat der Bundesrat ja dann die Strategie für Open Government Data bis 2018 verabschiedet. Parallel dazu hat es eine erste praktische Tat gegeben. Ein paar Bundesämter haben sich zusammengetan, Bundesamt für Statistik, für Meteorologie und Swisstopo mit uns zusammen, dem Bundesarchiv. Wir haben einfach einmal ein Pilotportal geschaffen, das Sie seit 2013 anschauen und nutzen können mit eben diesen, wie Frau Simon gesagt hat, etwas mehr als 1800 Datensätzen, bei denen es uns auch wundert, dass es so wenig finanzpolitische oder finanztechnische Daten dabei hat, aber die Welt ist, wie sie ist, und das ist, wie gesagt, nur eine Ermöglichung und keine Erklärung. Die Strategie hat verschiedene sehr interessante Aspekte. Ich denke, zuerst einmal klar, den Willen, dass Open eben zum Grundsatz werden soll und dass die rechtlichen, ebenso wie die organisatorischen, finanziellen und technischen Rahmenbedingungen für offene Behördendaten, Open Data by Default, geschaffen werden sollen. 2013 haben wir das Portal, das Pilotportal eröffnet, 2014 ist die Strategie gekommen, seither gibt es so etwas wie eine nicht gerade Denkpause, aber eine Aktivitätspause. Das öffentliche Beschaffungsrecht hat ja die Schönheit, dass es eben ziemlich langwierige Prozesse notwendig macht, bis man aus dem Portal dann auch etwas Neues schaffen kann. Ein definitives Portal jenseits der Vetogrenzen, da ist halt etwas andere Arbeit gefragt. Die Großwetterlage grundsätzlich, würde ich meinen, ist: Wir sind in einem Hochdruckgebiet, aber jedes Hochdruckgebiet wird flankiert von Tiefs. Und da müssen wir jetzt zuerst etwas genauer noch hinschauen. Die Großwetterlage, also wir haben 2015 auf den 1. Januar vom ISB den Lead in diesem Projekt übernommen. Wir haben, wie gesagt, die WTO-Ausschreibung für ein Portal gemacht, auch erfolgreich abgeschlossen und noch Geduld erforderndem Hin und Her mit den Beschaffungsstellen jetzt auch die Verträge, glaube ich, unterschrieben, sodass der auch rechtmäßigen Weiterarbeit nichts mehr im Wege steht. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Rechtsgrundlagen, was muss geregelt werden, was könnte man wie regeln. Da gibt es einiges zu tun, die Nutzungsbedingungen sich ausdenken. Wir haben ein erstes Inventar der Bundesdaten erstellt, das Licht in den Datendschungel wirft, aber vielleicht noch nicht wirkliche Klarheit schafft. Wir sind daran, die Metadatenstandardisierung voranzutreiben und auch neue Daten zur Publikation stehen bereit.
noch in dem Pilotportal sollten geografische Daten von Genf aufgeschaltet werden und mit dem neuen Portal dann natürlich noch viel weitere. Kurz zusammengefasst, man könnte sagen, auf relativ ruhigem Wasser sind wir gut in Fahrt. Die Segel sind nicht gerade gebläht, aber doch immerhin voll Wind und die Sonne scheint. Aber Sie wissen, man liegt so am Strand und das Wetter ist schön und es braucht nicht viel, kommt es zu einem Wetterwechsel. Und dazu nun Gefahren und Risiken. Wir können natürlich in diesem Prozess immer wieder die gleichen Grundsatzfragen diskutieren und sie werden uns ja auch immer wieder gestellt, sei es aus Unwissen, sei es aus taktischer Motivation, das ist manchmal schwierig zu unterscheiden, aber braucht es denn wirklich offene Daten? Das ist eine beliebte Frage, ja, dürfen wir denn das schon veröffentlichen oder was darf man veröffentlichen? Was gibt es eben überhaupt? Das ist doch irgendwie nicht ganz klar, ob das einen wirtschaftlichen Nutzen hat und bei der Verwaltung auch immer sehr beliebt. Ja, ist das dann nicht noch mit Aufwand verbunden? Also da haben wir einige diskursive Herausforderungen, die aber auch hier mit etwas Geduld durchaus zu meistern sind. Wenn wir den Zeitplan anschauen, wie ich Ihnen letztes Jahr gezeigt habe, die Open Data Konferenz 2014, dann haben wir einen kalendarischen Sprung gemacht. Wir haben einige Arbeiten erledigt, den Leadwechsel, eben diese verschiedenen theoretischen Fragen. Bei der Finanzierung sind wir einen Schritt weiter, aber noch nicht gerade bei der Lösung. Und gestützt für die Datenpublikation haben wir auch etwas erreicht, aber das nationale, das definitive oder das neue Datenportal, das nationale, das wird etwas später kommen, Ende dieses Jahres. Dafür darf man wohl davon ausgehen, dass es mit .swiss enden wird, was dann doch auch relativ schön ist und eine zweite Version in einer Verfeinerung des Portals sollte dann ein Jahr später definitiv kommen. Selbst in einem Hochdruckgebiet kann es zu turbulenten Entladungen kommen. Und Sie haben ja sicher die Medien verfolgt. Es gibt nicht nur Warmregionen an peripherer Lage oder Hitzewellen im Mittelland, es gibt eben auch eine Warnregion Bund, die tendenziell finanzpolitisch motiviert ist. Der Bund sieht sich mit viel Sparvorgaben konfrontiert und das ist jetzt natürlich etwas schwierig, hier dagegen anzugehen. Man kann schon mit Nutzen argumentieren und ich denke, da können wir sagen, es gibt wirtschaftlichen Nutzen in verschiedener Hinsicht. Wir haben eine Studie schon seit einiger Zeit, die darauf verweist, im Einklang mit europäischen oder anderen internationalen Studien, dass OGD auch ein positiver Wirtschaftsfaktor ist. Aber das gilt natürlich das Prinzip Hoffnung, ob dann diese Gewinne wirklich auch realisiert werden und dem Staat in irgendeiner Form kompensierend zum Gebührenausfall zugutekommen, das ist dann eben noch von vielem genau abhängig. Und man kann auch sagen, natürlich, es gibt einen Nutzen für die Gesellschaft, das ist auch für die Schweiz selbst so, ob wir jetzt hier von Krankenkassenprämien oder Unfallkarten reden, das kann man vieles nutzen, auch da gibt es natürlich sozial segregierte Nutzungsmöglichkeiten, wenn Sie dann Schulen mit vielen Ausländern suchen, damit Sie Ihr Kind besser einschulen können, ist das vielleicht nicht gerade das, was die Gesellschaft gleicher macht oder besser, aber ist halt eben auch eine Nutzungsmöglichkeit. Und auch die Politik und die Verwaltung könnte von mehr Transparenz dienen, auch wenn sie sie nicht selber herstellt, wie wir bei dieser Karte zu den WTO-Verflechtungen oder beschaffungsrechtlichen Verflechtungen des Bundes sehen. Das schafft ja eben auch für den Staat selber eine gewisse Übersicht, die vielleicht vorher noch nicht zwingend da war. Nun, die Zeit ist knapp, obwohl ich sehe, ich hätte noch ein gewisses Polster, aber ich komme trotzdem schon zum Schluss. Wie wird es weitergehen? Offene Daten, das ist ein Punkt, ein Ansatz, das führt über zur Informationsinfrastruktur, die es braucht, zu den Leistungen der öffentlichen Hände beim Übergang in eine Informationsgesellschaft, die eben auch allen Partizipationschancen zumindest ermöglicht.
Die finanzpolitischen Gewitterwolken habe ich Ihnen benannt. Jetzt längerfristige Prognosen zu machen, wäre meteorologisch gesehen nicht seriös. Deshalb möchte ich hier einfach auf den beschränkten Zeithorizont hinweisen, beziehungsweise darauf, dass außerhalb dieses Zeithorizonts sich noch einiges ergeben wird. Hier auch gilt das Prinzip Hoffnung, dass das auf Grün bleibt, die Ampel. Aber man müsste natürlich auch an die politischen Wettermacher appellieren, die gleichzeitig ein Vorhaben vorantreiben wollen und gleichzeitig ja dann manchmal dazu neigen, bei den Finanzen etwas rigoroser zu Schnitten zu neigen. Und die Geschichte mit dem Kind, das mit dem Bade ausgeschüttet wird, brauche ich hier nicht zu wiederholen. Aber wir tun unser Bestes, um hier am Ball zu bleiben. Ich denke, das Engagement ist neben der Hoffnung da. Und see us again next year. Dann müssen wir mehr, was ich jetzt weiß, ich, dass ich vorzeitig den Stab an meinen Nachredner übergeben kann. Danke fürs Zuhören. Thank you.